Also ja, die Klimaschutzagentur wurde ja vor 10 Jahren gegründet. Die Kernaufgabe war tatsächlich erstmal die Energieberatung. Aber natürlich, der Name Klimaschutzagentur sagt es, also eigentlich schon mit dem Ziel, das Ganze auch auszubreiten. Wir haben eben nicht nur diesen Energieberatungsteil, sage ich jetzt mal, sondern es ist auch inzwischen, und das ist auch eigentlich auch ein immer größer werdenderer Teil, das ist die Umweltbildung. Also das ist wirklich ein ganz großer Teil, wo die Kolleginnen und Kollegen dann in die Schulen gehen und auch in Kindergärten und dort dann entsprechende Aktionen ausführen. Es geht wirklich um klimafreundliches Leben, Konsum, Mobilität, Ernährung. Das sind noch solche großen Schlagworte, die da auch mit reingekommen sind. Und das fließt da ganz viel in unseren Umweltbildungsbereich ein, den wir inzwischen haben. Am besten einfach anrufen, Termin ausmachen oder eine Mail schreiben oder was auch immer. Und tatsächlich, unsere Beratungen sind kostenfrei. Normalerweise kriegt man innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich einen Termin. Wenn man natürlich am Telefon eine Beratung haben möchte, geht es auch. Also das ist dann eigentlich sofort. Gesetzliche Anforderungen und Förderungen, das ist auch was, was ich natürlich ganz viel berate. Das ist eigentlich so einer der Kernfragen, was die Leute haben, wenn sie zu mir kommen. Ja, wo gibt es denn Geld für die Maßnahmen, die ich da vorhabe? Es gibt Geld, ja. Genau, also es gibt Geld von der Stadt Mannheim, es gibt Geld vom Land Baden-Württemberg, es gibt Geld vom Bund, also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch ein ganz großes Problem, vor dem die Leute stehen. Die sehen sich einem Dschungel an Fördermöglichkeiten gegenübergestellt. Und das ist für Menschen, die sich damit logischerweise nicht alltäglich beschäftigen, auch ganz schön schwer zu durchschauen. Und das ist so eigentlich auch, denke ich, meine vordringliche Aufgabe, die ich da habe, den Leuten dazu aus diesem Dschungel herauszuhelfen wieder. Ja, also ich denke, in den letzten 10 Jahren hat sich da schon ziemlich was getan. Die Leute haben schon so ein gewisses Verständnis mehr für Klimaschutz gekriegt. Sie sind mehr tatsächlich auf dieses Klimathema aufmerksam geworden. Ähnliches meine ich auch in der Politik wahrzunehmen, ja, dass da tatsächlich mehr drüber geredet wird. Also es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, was man machen kann. Ganz klein, wirklich ganz klein angefangen, dass der Kühlschrank nicht zu kalt eingestellt ist, dass man nicht unnötig Licht brennen lässt. Das sind so die Basics natürlich. Aber man kann natürlich auch gucken, wenn man jetzt außerhalb des Hauses ist, dass man nicht jede kleine Strecke mit dem Auto zurücklegt, sondern einfach mal aufs Fahrrad umsteigt oder halt läuft oder mit der Bahn fährt oder wie auch immer. Oder ins Größere zu gehen, natürlich, das sind so die Standarddinge, nicht unbedingt jeden Urlaub fliegen oder innerhalb von Deutschland fliegen. Auch solche Sachen wie auf Plastik verzichten. Man muss nicht überall kleine Plastiktüten mitnehmen. Da kann man natürlich überlegen, zum Beispiel mehr Grün in die Stadt zu bringen. Dachbegrünung ist ein ganz wichtiges Thema, um das Stadtklima zu verbessern. Da gibt es im Übrigen auch von der Stadt Mannheim entsprechende Förderung dafür, für solche Dachbegrünungen.